Sehr geehrter erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen an den Datenendgeräten. Ja, Herr Krüger, ich hätte ja Ihre Rede verstanden, wenn die CDU einen Oberbürgermeisterkandidaten hätte. Aber so habe ich das gut erglänzt durch Abwesenheit. Und Herr Maloney, ich bin ja froh, dass Sie jetzt für eine weitere Anhebung des Mindestlohns sind. Das finde ich auch sehr gut. Meine Damen und Herren, diese Aktuelle Stunde ist ein wenig zum falschen Zeitpunkt. Aktuell ist sie im September und deswegen möchte ich mal kurz für die Menschen da draußen erklären, was ein Haushalt ist und wie man sich dort einbringen kann und muss. Ja, also. Der Haushalt wird alle 2 Jahre vom Stadtrat verabschiedet und das nennt man so das Königinnenrecht des Stadtrates. Und die reden hier rein, das ist unfassbar. So, und momentan wird der Haushalt hinter den Kulissen zusammengestellt. Das ist ein Entwurf, der wird sozusagen hin und her gestrickt. Das machen die Oberbürgermeister mit den Bürgermeistern. Und im September kommt dann der große Tag, da kommt dann der Haushalt an die Öffentlichkeit. Und ab da geht es dann los. Und das ist dann der wichtige Zeitpunkt, wo Sie da draußen, hier muss ich jetzt gar nicht zuhören, Sie da draußen dann gucken müssen, Schulen, Initiativen, freie Träger, ist denn Geld für mich da oder für uns oder muss man hier noch irgendwas nachsteuern? Auch wenn andere Anliegen sind, Straßensanierung oder Investitionen, dann ist dann der Zeitpunkt gekommen, wo man zu der Fraktion seines Vertrauens Kontakt aufnehmen sollte, wo man vielleicht eine Demo anmelden kann. Dann ist die Zeit gekommen, in den politischen Raum reinzuwirken, auf das dann die PolitikerInnen miteinander hier einen Haushalt austüfteln. Jetzt momentan ist eigentlich kein Haushaltsverhandlungen oder haben Sie irgendwelche Termine nächste Woche? Ich nicht. Und das heißt also, Sie müssten auf den September warten und dann geht's los. Jetzt meine restliche Zeit möchte ich noch sagen, was denn grundsätzlich in den nächsten 2 Jahren ganz, ganz wichtig ist. Aktuelle Stunde heißt ja investieren. Wo investieren wir in den nächsten Jahren? Und da ist es natürlich wichtig, dass wir Investitionen in das vor allem tun, was sich rentiert. Und das bedeutet, das ist, hat der Krüger ja schon ausgeschlossen, aber das bedeutet, wenn sich etwas rentiert und wir es machen wollen und müssen, dann können wir dafür auch Geld aufnehmen, also Schulden machen. Wenn es sich nicht rentiert, wenn es konsumtiv ist, dann nicht, aber wenn es sich rentiert, dann schon. Ich mache mal ein Beispiel, also wenn wir der WED ein Zuschuss geben oder Grundstücke einlegen, dass sie sich Geld leihen kann und dann baut sie Sozialwohnungen. Das rentiert sich von alleine, weil durch die Mieten über die Jahre wird das quasi amortisiert und dann haben wir für lange, lange Zeit Sozialwohnungen. Thema Klima. Wir müssen natürlich massivst, und das sind jetzt wirklich Berge von Millionen, die wir investieren müssen, in Dämmung, in Photovoltaik, in effizienteres Heizen. Ja, da müssen wir jetzt investieren, weil wie wollen wir denn ansonsten die Klimawende schaffen? Also wir müssen uns schon daran gewöhnen, dass im Haushalt selber oder aber bei den Eigenbetrieben größere Mengen an Investitionen, an Schulden aufkommen, die sich dann mittel- und langfristig auszahlen. Oder anders gesprochen, wir haben die Stadtentwässerung, die hat überhaupt kein Problem mit den Energiepreisen. Warum? Weil die Stadtentwässerung ist energieautark, die macht ihre Energie selber. Und da müssen wir hin, dass das die städtischen Unternehmen jetzt auch möglichst schnell machen. Da müssen wir hin, dass das Dresden als Ganzes macht. Und deswegen müssen wir Solar auf jedes Dach packen und investitive Mittel in den Haushalt einstellen, um eine schnelle Klimawende herbeizuführen.